Ich begrüße euch herzlich zu diesem Trip Report und zwar geht es heute mit dem Railjet der ÖBB von Zürich nach Bux. Viel Spaß! Wie ihr vielleicht schon wisst, ich bin ein Frühaufsteher, so verlässt dieser Zug den Zürcher Hauptbahnhof auch schon um 6.40 Uhr in der Früh. Dieser Railjet Express fährt von Zürich nach Wien, ich fahre von Zürich bis nach Bux mit, denn aufgrund der Einreisebestimmungen kann ich nicht bis nach Österreich fahren. Diese Einreisebestimmungen haben dann auch dazu geführt, dass der Zug pro Wagen etwa 3 Fahrgäste mitführte. Ich habe im vordersten Wagen der zweiten Klasse Platz genommen. Dann ging die Fahrt auch schon los, ab Zürich geht es ohne Halt bis nach Sargans. Nach der Ausfahrt aus dem wichtigsten Bahnhof der Schweiz mit den meisten Passagierzahlen und mit großem Gleisvorfeld geht es durch den Zimmerberg-Basistunnel bis nach Thalwil. Danach durfte ich den Sonnenaufgang genießen mit einem großartigen Ausblick auf den Zürichsee. Wir fahren an der linken Küste in Richtung Süden und passieren dabei Städte wie Wädenswil oder Pfäffikon. Um gleich noch beim Zürichsee zu bleiben, ich würde mich freuen, wenn ihr meinen neuen Shipspotting-Account besuchen würdet. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Vielen Dank! Nachdem wir den Zürichsee hinter uns gelassen haben, möchte ich euch auch noch den Zug zeigen. Ich befinde mich hier im Familienwagen, dieser führt ein Fernsehabteil für die Kinder mit. Schauen wir uns mal einen Sitzplatz an. Der Sitzabstand ist wirklich gut. Es gibt hier unten kleine Mülleimerchen, Netze, um etwas aufzubewahren und Klapptische. Sowie auch eine Steckdose auf 2 Sitze, eine Mittelarmlehne. Der Sitz, der ist wirklich sehr bequem. Da hätte ich noch locker einige Stunden mehr drauf sitzen können. Im Vis-à-vis-Abteil gibt es große Tische, welche mit einem ausklappbaren Element noch erweitert werden können. In der zweiten Klasse finden wir hier eine 2+2-Bestuhlung vor. Das nächste Highlight dieser Fahrt ist dann der Walensee. Auf der gegenüberliegenden Seeseite ragen steil die Kurfürsten in den Himmel, während die Fahrgäste immer wieder ganz nah am Ufer die Aussicht genießen können. Am östlichen Ende des Walensees befindet sich der Hauptort der Walenseedörfer, Walenstadt. Ja, noch einige Informationen zur Verbindung. Das ist ja der Railjet Express von Zürich nach Wien. Dieser fährt grundsätzlich zweistündlich mit einem Unterbruch um 8.40 Uhr ab Zürich. Da fährt dann der Eurocity nach Graz. Der Railjet Express fährt auch einmal am Tag jeweils weiter nach Budapest oder nach Bratislava. Wir erreichen nun den wichtigen Umsteigebahnhof Sargans. Der Bahnhof Sargans ist ein Keilbahnhof. Hier trifft die von uns gerade befahrene Strecke von Ziegelbrücke Zürich auf die Strecke von Rorschach und vereinen sich zur Strecke nach Landquart Chur. Um nicht wenden zu müssen, befährt unser Zug nun die Schleife Sargans. Wir
Wir fahren nun durch das Alpenrheintal und sehen in Fahrtrichtung links das Alpsteingebirge und in Fahrtrichtung rechts das Fürstentum Liechtenstein. Schließlich erreichen wir dann den Grenzbahnhof Bux. Hier wird unser Zug die Fahrtrichtung wechseln, um dann weiter nach Feldkirch zu fahren. Das war wirklich eine sehr angenehme Fahrt und ich freue mich darauf, hoffentlich schon bald mit dem Railjet noch weiter bis nach Österreich reisen zu können. Ich bedanke mich fürs Zusehen und tschüss!